Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Vorabend neuer Friedensverhandlungen zwischen Jerusalem und Kairo hat der ägyptische Staatschef Sadat heute noch einmal seine Position erläutert. Einer Palästinenserdelegation aus Westjordanien versprach er im Tagungsort Ismailia die Freiheit von israelischer Besatzung. Bereits gestern hatte Sadat angekündigt, er werde Ministerpräsident Begin auffordern, einem Rückzug der Israelis aus allen besetzten arabischen Gebieten zuzustimmen. Dies sei für Kairo Bedingung. Dazu verlautete aus Jerusalemer Regierungskreisen, Begin werde beim morgigen Treffen möglicherweise weitere Zugeständnisse machen. Zum neuen Außenminister seines Landes berief Sadat heute überraschend den bisherigen Botschafter Ägyptens in Bonn, Kamel. Der Diplomat löste den bisherigen Außenminister Fahmy ab, der aus Protest gegen die Jerusalem-Reise von Sadat seinen Posten zur Verfügung gestellt hatte. Kamel war seit 1973 in Bonn und dort erster ägyptischer Botschafter nach Wiederaufnahme der 1965 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen. Ob die Ernennung mit der bevorstehenden Reise von Bundeskanzler Schmidt nach Kairo und der Bedeutung Bonns im Bemühen um einen Nahostfrieden zusammenhängt, ist noch unbekannt. Präsident Sadat hatte heute in Kairo den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Mit dem höchsten politischen Gremium Ägyptens, dem Parlamentarier und Militärs angehören, erörterte Sadat noch einmal die Marschroute für die bevorstehende Begegnung mit dem israelischen Ministerpräsidenten. Einzelheiten der Sitzung wurden nicht bekannt. Auf einem anschließenden Treffen mit einer Gruppe von Palästinensern äußerte sich Sadat jedoch recht deutlich. Dabei lehnte Sadat den Begin-Plan für Westjordanien ab und verlangte vor 164 Palästinensern den vollständigen Rückzug aller israelischen Truppen aus Westjordanien. Die von Israel vorgeschlagene Selbstverwaltung für die 700.000 Palästinenser sei unannehmbar. Sadat wörtlich, das Leiden der Palästinenser muss ein Ende haben. Ähnlich hatte er sich gestern bereits in Ismailia geäußert. Es ist ganz klar, so Sadat, dass Israel alle seit dem Sechstagekrieg von 1967 besetzten arabischen Gebiete, einschließlich der westlich des Jordan gelegenen, zurückgeben muss. Sonst gibt es keinen Frieden. Darüber habe und werde ich morgen erneut mit Herrn Begin reden. Unterdessen sind im Verhandlungsort Ismailia die Vorbereitungen fast abgeschlossen. Für die ägyptisch-israelischen Friedensverhandlungen wurden die Sicherheitskräfte verstärkt. Die Konferenzräume bekamen heute den letzten Schliff. Großreine machen auch auf den Straßen der Innenstadt mit Insektenmitteln. In Jerusalem erwartet man mit Spannung das weihnachtliche Treffen von Begin und Sadat in Ismailia. Israel soll bereit sein, die heiligen Stätten Jerusalems an die verschiedenen Religionsgemeinschaften zu übergeben, allerdings ohne den besetzten Ostteil der Stadt zu räumen. Saudi-Arabien hat heute Staatschef Sadat vor einem Sonderabkommen mit Israel gewarnt. In Riad erklärte Kronprinz Fahd, jeder echte Friedensschritt außerhalb des Rahmens der arabischen Einheit sei unmöglich. Gleichzeitig kritisierte er jedoch die heftigen Reaktionen im Lager der sogenannten Ablehnungsfront. Unterdessen gab König Hussein von Jordanien bekannt, er werde auf Einladung des Schahs in Teheran mit US-Präsident Carter bei dessen Iran-Besuch die Lage im Nahostkonflikt erörtern. Heftige Kritik am Treffen Sadat-Begin hat jetzt auch der sowjetische Parteichef Brezhnev geübt. In einem Interview mit der Parteizeitung Pravda erklärte Brezhnev, die zweiseitigen Gespräche zwischen Sadat und Begin über einen Frieden im Nahen Osten führten nur zur tiefen Spaltung in der arabischen Welt. Außerdem sei das Treffen gegen die Palästinenser gerichtet. Von einem angeblichen Aufmarsch ägyptischer Truppen und Panzer an der Grenze zu Libyen berichten heute Zeitungen in mehreren arabischen Ländern. In den Anschuldigungen hieß es, Kairo plane eine Invasion, um die Front der Sadat-Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aus Sicherheitsgründen hat die ägyptische Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut ihre Arbeit eingestellt. Die Botschaftsangestellten wurden abgezogen, nachdem die arabischen Friedenstruppen zum dritten Mal einen Angriff auf das Botschaftsgebäude verhindert hatten. Sie konnten wenige Minuten vor der Explosion zwei Raketen entschärfen, die von einem benachbarten Gebäude aus, vermutlich von Palästinensern, auf die ägyptische Botschaft gerichtet worden waren. An den Kämpfen zwischen Mauretanien und der Befreiungsfront für die Westsahara Polisario haben sich doch französische Truppen beteiligt.
Wie Außenminister Girangot in der Nacht in Paris bestätigte, ist die Luftwaffe Frankreichs in den letzten Wochen zweimal der Regierung in Nouakchott zur Hilfe gekommen. Die Polisario, die für die Unabhängigkeit von Westsahara kämpft, wird von Algerien unterstützt. Für die Einwohner von Soweto, einem schwarzen Vorort von Johannesburg, soll Weihnachten ein Fest ohne Geschenke und Tanz werden. Das Aktionskomitee Soweto hat die 1 Million Einwohner aufgefordert, bis zum 1. Januar dunkle Kleidung zu tragen und keine Feiern zu veranstalten. Statt fröhlich zu feiern, sollen sie diesmal trauern. Ein Kirchenblatt fordert die Einwohner von Soweto auf, die Weihnachtswoche zur Trauerwoche zu machen. Wir können nicht fröhlich sein, solange unsere Führer, unsere Brüder und Schwestern im Gefängnis sitzen, so heißt es. Die traditionellen Weihnachtspartys werden in diesem Jahr ausfallen, ebenso die Tanzveranstaltungen. Auch die illegalen Kneipen, die sogenannten Chibins, sollen geschlossen bleiben. Zum ersten Mal seit der Verhaftungswelle vom 19. Oktober hat sich in der schwarzen Vorstadt von Johannesburg wieder eine politische Organisation zu Wort gemeldet. Mit den gleichen Absichten und den gleichen Zielen wie die Inhaftierten. Schwarzes Selbstbewusstsein. Auch dieser Tag des Gebetes wurde vom neuen Aktionskomitee Soweto organisiert. Zur Erinnerung an die Toten des vergangenen Jahres und diejenigen, die Weihnachten noch immer im Gefängnis sitzen. Auch nach der Ankündigung der Regierung, den Schwarzen gewisse Selbstverwaltungs- und Erziehungsrechte zuzugestehen, hat sich die Situation in Soweto nicht wesentlich geändert. Noch immer sind die meisten Oberschulen geschlossen, noch immer herrscht Ungewissheit. Bislang ist die Regierung in Pretoria nicht bereit, mit dem neu formierten Aktionskomitee zu reden. Ein politischer Dialog mit den städtischen Schwarzen ist deshalb nicht zu erwarten. Aber in einem Punkt hat die Regierung nachgegeben. Die Job Reservation wird weitgehend aufgehoben. Eine Reihe von Berufen, die bisher ausschließlich für Weiße reserviert waren, werden in Zukunft auch Schwarzen offen stehen. 600 Tote und ebenso viele Schwerverletzte hat das Erdbeben gefordert, das am Dienstag den Südosten des Iran erschütterte. In einem Dorf am Fuß des Berges Karnuk, im Epizentrum des Bebens, starben allein 300 Menschen, nachdem der Berg in 3 Teile zerborsten war und das Dorf unter sich begraben hatte. 32 Tote sind bisher aus den Trümmern eines Getreidesilos geborgen worden, der vorgestern in New Orleans explodiert ist. Da nach der Explosion in dem Silo ein Feuer ausbrach, musste die Suche nach weiteren 4 Vermissten vorläufig eingestellt werden. Bei dem Unglück waren riesige Stahlbetonbrocken auf ein benachbartes Labor geschleudert worden, in dem zahlreiche Angestellte arbeiteten und hatten es zum Einsturz gebracht. Für die sowjetischen Kosmonauten Romanenko und Gretschko begann der Heilige Abend, der in der UdSSR nicht gefeiert wird, die 3. Woche im Weltall. Die beiden waren am 10. Dezember mit der Raumkapsel Soyuz 26 zur Weltraumstation Salyut 6 gestartet und umkreisen seitdem die Erde. Die Raumfahrer beschäftigten sich auch heute fast den ganzen Tag über mit wissenschaftlichen Experimenten. Der in den Spionagefall Lutze verwickelte frühere Angestellte im Führungsstab der Marine Wiegel ist erneut festgenommen worden. Wiegel war zunächst freigelassen worden, nachdem er ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte. Wie verlautet, soll er im kommenden Prozess als Kronzeuge der Bundesanwaltschaft auftreten. Der neue erweiterte Haftbefehl aus Karlsruhe lautet auf Landesverrat. Zuvor war Wiegel wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit festgenommen worden. Mit Sonderflügen hat die deutsche Lufthansa gestern und heute mehrere 100 portugiesische Gastarbeiter nach Lissabon gebracht. Die Arbeiter hätten sonst auf ihre geplanten Weihnachtsferien verzichten müssen, weil die portugiesische Fluggesellschaft TAP, bei der sie gebucht hatten, bestreikt wird. Nach ausländischen Arbeitern, die illegal in die Bundesrepublik eingereist sind, fahndet die Polizei seit kurzem besonders intensiv. Dazu ein Bericht aus Frankfurt von Klaus-Rüdiger Metzke. Frankfurt, Bahnhofsviertel. Standort vieler griechischer pelzverarbeitender Betriebe, die illegale Arbeiter beschäftigen. In diesen Tagen Ziel einer groß angelegten Polizeirazzia. Bei der Überprüfung von 14 Unternehmen wurden 48 Personen vorläufig festgenommen. Nur in 6 Fällen mussten die Pässe einbehalten und die Betroffenen dem Haftrichter vorgeführt werden. Das magere Ergebnis der Polizeiaktion erklären die Behörden mit einem in der Griechenkolonie offensichtlich gut funktionierenden Frühwarnsystem. Die Verhöre bestätigten wieder einmal, dass die Illegalen immer die Betrogenen sind. Sie müssen völlig ohne soziale Sicherung und schlecht bezahlt arbeiten. Es ist der Arbeitgeber, der die Angst der Illegalen vor der Polizei zu seinem Vorteil ausnutzt. Am Ende stehen dann Ausweisungsverfügung und Abschiebehaft.
Wie viele Ausländer illegal in der Bundesrepublik arbeiten, darüber gibt es keine verlässlichen Zahlen. Die Gewerkschaften vermuten, dass rund 10% aller ausländischen Arbeitnehmer illegal ihr Geld verdienen. Allein die Mainmetropole Frankfurt mit ihrem hohen Lohnniveau und niedrigen Arbeitslosenquoten übt auf Ausländer große Anziehungskraft aus. Nach Angaben der Behörden arbeiten hier schätzungsweise 30.000 sogenannte Illegale. Die Tendenz steigt gerade nach dem Anwerbestopp von 1973 weiter an. Die Illegalen kommen meist aus Staaten, die nicht zur EG gehören. Sie reisen als Touristen ein und werden von Werbern gegen hohe Provisionen in schlecht bezahlte Arbeitsplätze vermittelt. So wie diesen beiden Türken ergeht es den meisten Illegalen, die erwischt worden sind. Bei Nacht und Nebel werden sie zum Flughafen gefahren. Der Arbeitgeber konnte allerdings in diesem Fall nicht gefasst werden. Wie so oft muss nun der Staat die Kosten des Rückfluges bezahlen. Die beiden Türken selbst sind mittellos. Die Stadt Frankfurt beispielsweise ist deshalb gezwungen, pro Jahr allein 300.000 bis 400.000 Mark für Abschiebekosten aufzubringen. Mit zweifelhaftem Erfolg. Denn viele Abgeschobene kehren als Illegale wieder zurück, um es noch einmal zu versuchen. Von israelischen Soldaten bewacht haben heute bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen in Bethlehem die Weihnachtsfeiern begonnen. Etwa 20.000 Pilger waren in den letzten Tagen aus aller Welt in der Geburtsstadt Jesu eingetroffen. Sie werden heute Nacht die Mitternachtsmesse in der St. Katharinenkirche feiern. Diese Kirche ist über der Grotte errichtet worden, in der Jesus geboren sein soll. An den Grenzübergängen zwischen West- und Ost-Berlin war es heute verhältnismäßig ruhig. Mit dem großen Andrang wird in den nächsten Tagen gerechnet. Über Weihnachten und Neujahr wollen etwa 200.000 West-Berliner für einen oder mehrere Tage nach Ost-Berlin oder in die DDR reisen. Das sind 3% mehr als im Vorjahr. Die Besucher wurden heute zügig abgefertigt. Zu Wartezeiten kam es nicht. Die Johanniter-Unfallhilfe in Mülheim an der Ruhr hat heute ihre Wagen als Weihnachtstaxis eingesetzt. Dadurch können beurlaubte Krankenhauspatienten, die wegen ihres Gesundheitszustandes nur schwer zu transportieren sind, das Fest mit ihren Familien verbringen. Nach dem Urlaub holen die Johanniter die Patienten wieder zurück ins Krankenhaus. Die Kosten werden vom Kreisverband der Johanniter getragen. Schwere Orkanböen fegten heute über große Teile Nordwesteuropas hinweg. Sie richteten erhebliche Schäden in Städten und Landgebieten an und brachten mehrere Schiffe zum Sinken. Vor der Küste von Cornwall ging das dänische Küstenmotorschiff Lady Camilla unter. Erst nach 10-stündiger Suche fanden Rettungsmannschaften 2 Überlebende. Von der restlichen 7-köpfigen Besatzung, darunter 2 Kinder, fehlt bisher jede Spur. In der Scheldemündung lief ein Tankschiff auf Grund, das trotz der Sturmwarnung ausgelaufen war. Von den 9 Personen an Bord ertranken eine Frau und 4 Kinder. 3 konnten sich retten, ein Kind wird noch vermisst. Wie hier in Hamburg hatten Polizei und Feuerwehr in ganz Norddeutschland heute alle Hände voll zu tun, um die Sturmschäden möglichst rasch zu beseitigen. In vielen Städten mussten die Einkaufsstraßen für Stunden gesperrt werden, weil die Lichtergirlanden auf die Straße gefallen waren. Der Sturm, der in Böen Orkanstärke erreichte, deckte Häuser ab und entwurzelte Bäume. Zahlreiche Autos wurden beschädigt. Die Flughäfen in Hamburg, Bremen und Berlin konnten vorübergehend nicht mehr angeflogen werden. Durch herabgerissene Fahrleitungen gab es bei der Bundesbahn erhebliche Verspätungen. Der Sturm brachte zugleich den wärmsten Heiligen Abend seit Menschengedenken. Das Thermometer kletterte in Norddeutschland am Mittag auf 15 bis 17 Grad. Zum Schluss, meine Damen und Herren, die Lottozahlen, die heute schon am Nachmittag ermittelt wurden. Sie lauten 8, 18, 23, 25, 38, 42 und die Zusatzzahl 49. Diese Mitteilung ist wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 25. Dezember. Das über Südschweden angelangte Sturmtief zieht mit seinen Störungsausläufern weiter nach Osten. Hinter ihnen fließt etwas frischere Meeresluft nach Mitteleuropa. Die Vorhersage für morgen: Wechsel zwischen aufgelockerter und starker Bewölkung mit einzelnen Regenschauern. Im Gebirge Schneefallgrenze von 3000 auf unter 1500 Meter sinkend. Tiefsttemperaturen nachts zwischen 4 und 8 Grad. Höchsttemperaturen in den Niederungen zwischen 6 und 8 Grad im Norden und 8 bis 10 Grad im Südwesten.
allmählich nachlassender, aber noch frischer in Böen sowie im Küstengebiet um Gebirge, starker bestürmischer Wind aus westlichen Richtungen.